Was geht ab, Freunde, Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge The Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wie immer natürlich danke an alle Unterstützer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie machen wir da? Mit Abby und dem Boy. Boy, Junge, komm her. Bist du okay? Alles ja. Gut. Sicher? Ja, alles gut. Ja, Freunde, schön, dass ihr am Start seid. Unterstützt gerne weiterhin das Projekt. Lasst eine Bewertung da. Sie führe dich. Alles klar. Videobeschreibung abchecken, Social Media Seiten abchecken, ihr kennt das Ganze. Wir nähern uns deinem hohen Gebäude. Und natürlich auch auf jeden Fall mein Partner Instant Gaming für die ganzen günstigen Angebote und natürlich auch für das Gewinnspiel. So, wir machen die Tür nicht auf, wir schlagen uns einfach rein. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Ja, wieder eine PlayStation 3. Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? 2 Tage. Wo wollt ihr dir hin? Keine Ahnung. Einfach weg. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Es war nicht erlaubt. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Scheiße. Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht. Ganz schön Punkrock von dir. Punkrock? Ich habe das Gefühl, du hältst nicht viel von Regeln. Oh, das stimmt wohl. An das Mädchen nebenan. Wir sind Sam und James. Wir wohnen in Nummer 302. Wir wussten nicht, dass noch jemand außer uns hier ist. Wir sind in Ordnung, ehrlich. Wir lassen für dich etwas frisches Gebackenes da. Sam. Danke für das Maisbrot. Meine Mutter hat gesagt, ich soll euch diese Flasche Wodka geben. Ich hoffe, er ist gut. Warum seid ihr nicht mit allen anderen im Bus weggefahren? Ich heiße Julia. Meine Mutter heißt Heidi. Wo hast du diesen Wodka her? Der ist super. Wir sind noch hier, weil wir ein paar Horrorgeschichten über die Übergangswohnung gehört haben. Die Leute sind auf sich allein gestellt, rauben sich gegenseitig aus und es gibt Mord und Totschlag. Wir wollen es lieber hier versuchen. Sag uns Bescheid, wenn du und deine Mutter irgendwas braucht. Danke nochmal. Ich werde versuchen, noch mehr Maisbrot-Back-Mischung zu finden. Das war die Wende. Nett von euch, dass ihr mir Hilfe mit meiner Mutter angeboten habt. Ich kann wirklich Unterstützung gebrauchen. Ich gehe jetzt auf Sammeltour. Heute Abend bin ich wieder da. Klopft einfach. Das Gas haben James gesehen, als er auf dem Dach gekocht hat. Sie haben ihn erschossen. Ich habe 2 erledigt, aber einer ist entkommen. Ich schließe unsere Tür nicht ab und lasse ein paar Vorräte in unserem Safe. Die Kombination ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Nimm dir alles und verschwinde von hier. Ich kann meine Mutter nicht zurücklassen. Ich werde unsere Tür verbarrikadieren und das Beste hoffen. Eure Sachen sind immer noch im Safe. Ich kann nicht gut zielen. Wenn sie hier reinkommen, werden wir uns einfach ergeben. Also 302 und dann 301 oder 303 wahrscheinlich. Warte mal. Was hatten wir da noch? Mutationsausrüstung? Haben wir noch nicht gelesen. Was brauchen wir denn alles? Antibiotika, Skalpell, Säge, Schlegel, Ringmesser, Sezieren, Klemmen, Verbandsmesser. Okay. Okay, also 302. Ich probiere es jetzt einfach mal auf gut Glück. Das heißt dann 30. 2. Was habe ich denn gesagt? 304 wahrscheinlich, wa? Dann 23. 04. Ich probiere es einfach mal. Ja. Jawohl. Sieht doch direkt schon wieder besser aus, ey. Munition, auf jeden Fall Munition erstmal. Und das war's dann auch schon wieder.
Gut. Weiter looten, denn wir brauchen auf jeden Fall Zeug. Sieht sehr schlecht aus, ey. Neues Medkit wäre auch ganz gut. Was wollte ich mir jetzt eigentlich hier holen, ey? Das hier, wa? Den Talentbaum wollte ich weitermachen, ne? Also brauchen wir 40. Gehen wir hier noch rein. Meine Baseballschläger. Die verbessern wir auch direkt. Sehr gut. Das sind doch Warhammer-Figuren, oder? Ist mal ernsthaft. Wo ist denn der Junge, Alter? Hä, wo ist denn der Junge hin? Ist der vorgelaufen oder was? Benutzt du das Ding schon? Den Bogen? Seit Ewigkeiten. Du bist gut damit. Du hättest Yara sehen sollen. Warum haben die ihr das angetan? Wir können grausam sein. Meine Mutter sagt das. Über Wolves. Es ist nicht falsch. Ich habe Angst um sie. Wieso? Man wird sie für mich verantwortlich machen. Deine Mutter oder was wird sie? Was meint er jetzt? So, warte mal, hier kommen wir rüber. Hier ist noch ein bisschen Zeug. Wie viel Schrott haben wir eigentlich jetzt? 58, da geht auf jeden Fall was bei der nächsten Bank. Wegboxen am besten. Vorsicht! Och man! Wieso wechsel? Spring! Wieso wechselt er nicht automatisch auf die andere Munition, Mann? Warum wechselt er nicht automatisch auf die andere Munition? Machen wir es mal so. Nein, er hat überlebt! Der Krieg hat überlebt. Okay. Verpiss dich! Easy. Easy, Leute. Ach, viel zu leicht, Mann. Das Game ist voll easy, Mann. Bist du okay? Ja. Hat keiner von denen was gedroppt? Hast du getötet? 3000. Wieso? Neugier. Oh, keine Ahnung. Wäre ganz schön fies gewesen, hätte sie gesagt, zu weniger. Einfach in sein Gesicht.
Okay, wir brauchen echt noch ein paar Tabletten. Weil dann ist schon ziemlich geil, doch. Ah ja, das habe ich beim ersten Mal checken des Talentbaums gar nicht so richtig gelesen. Aber ist schon ganz cool, wenn du dir Munition herstellen kannst und hast einfach einen Schuss mehr. Wie man sieht, das macht schon einiges aus in dem Game, ne? Da geht's wahrscheinlich raus. Weg, Junge. Ich muss hier looten, Mensch. Schaffen wir das? Nee. Jetzt behält sie die Keule aber die ganze Zeit in der Hand, oder? Immer bereit für den nächsten Schlag. Verdammt nochmal. Keine Ahnung. Ist er kein Wolf? Es gibt Tausende von uns. Kennst du jeden Scar? Hör auf, uns Scars zu nennen. Klar. Hör auf, uns Scars zu nennen. Hast Idioten besser? Passt besser, oder? Obwohl die Wolves natürlich auch nicht unbedingt sympathisch sind. So. Checken wir das mal ab. Schaden. Kapazität. Komm, weißt du was? Schaden einfach. Scheiß drauf. Schaden kann nicht schaden. Halt dein Maul, Mann. Ja, so einfach geht das. Weiter geht's, Boy. Ich hoffe, wir kommen da unten rechts noch rein, irgendwie, oder? Hätte man da rüberspringen können, oder kann man hier einfach runtergehen? Ich hoffe, hier kann man einfach dann runtergehen, weil da war auf jeden Fall... Naja, ja. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Sammeln, sammeln, sammeln. Ah, hier rüber müssen wir ja nicht, wa? Ne. Okay, dann kann ich auf jeden Fall erstmal hier unten alles in Ruhe checken, Freunde. Was können wir herstellen? Messer ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn die uns anfallen. Schalldämpfer nehme ich auch einfach mal mit. Warum nicht? Kann nicht schaden. Hab ich alles? Was macht der da? Kann ich da irgendwas triggern? Tanzende Katzen. Die Leute früher waren seltsam. Okay. Ja gut, aus seiner Sicht. Ja. Ich meine, es ist eh seltsam, eine Katze zu haben, wenn man einen Hund haben kann, aber gut. Also. Spaß. Nee, ich mein's schon so.
So. Ah, guck mal hier. Jetzt können wir das. Das war das doch, ja? Ja, ja. Okay. Und als nächstes brauchen wir nochmal 50. Und dann nochmal 50, okay. Versuchen wir uns das zu holen, ja. Zielgeschwindigkeit, sich bewegen, ist auch nicht so verkehrt. Bräuchte man jetzt nicht unbedingt, aber naja. Ist halt leider so, dass irgendwie gefühlt jeder Talentbaum ein, zwei oder wenigstens eine Sache hat, die irgendwie halbwegs überflüssig ist. Aber man muss halt alles durchkaufen, ne? Damit man das geile Zeug bekommt. Okay, das ist der normale Weg. Ist immer ganz gut zu wissen, weil dann kann man schön entspannt erstmal looten, ne? Weil ich mag das gar nicht, ich hasse das richtig, wenn du in Loot-Stimmung bist, du suchst irgendwas oder willst irgendwas finden und dann gehst du aus Versehen den richtigen Weg und kommst nicht mehr zurück, wa? Mann, Mann, Mann. Ganz schlimm. Du weißt, dass ich das nicht kann, oder? Juckt den gar nicht. Croissant? Schön für dein Croissant. Da wären wir. Los, mir nach. Wie hoch müssen wir denn noch? Du wirst das schon schaffen. Viel höher, oder? Ja. Ja, geh vor, Junge. Angeber. Jo. Abby, dann mach halt einfach gar nichts. Reagier einfach gar nicht, was ich drücke und was nicht. Ist ja scheißegal eigentlich. Okay, ich sollte da nicht lang. Trotzdem, Abby, hättest du mal springen können wenigstens. Ich hab wenigstens cool ab. Danken, Alter. Das sah zumindest ganz geil aus, wie der Schädel da aufgeschlagen ist. Weitergeben. Die Ältesten haben in einen Waffenstillstand mit den Wolves eingewilligt. Sie werden sich von unseren Inseln entfernen und keine Seraphiten angreifen, die durch ihre Außengebiete ziehen. Um diesen Frieden zu erhalten, müssen wir alle zusammenarbeiten. Unsere Ziele bleiben die gleichen. Dies ist nur ein anderer Weg, um sie zu erreichen. Gut. Also auch die Scars schreiben schöne Briefe. Punkt, Komma. Groß, klein, achten Sie natürlich drauf. Weil, das ist nicht verkehrt für die alte Welt. Ich fänd's cooler, ich sag euch ganz ehrlich. Warum haben wir das nie entdeckt? Dass da so Berichte geschrieben werden, damit wir ein bisschen mehr über die Welt erfahren, ist schon sinnvoll, auf jeden Fall. Ich hätte es cooler gefunden, wäre das authentischer geschrieben worden. Weißt du, dass die einfach draufschreiben, ey Leute, wir haben jetzt Frieden, passt auf euch auf, bla bla bla, wir erreichen trotzdem unsere Ziele und nicht so Punkt, Komma, Strich und so. Das macht doch keiner, das macht doch einfach keiner. Da ist schon der Kick, du musst einfach runter. Ja. Die Abtrünnige! Es ist Lilly! Lilly! Tanga Lilly? Den kenn ich doch irgendwoher. Du hättest wegbleiben sollen, Lilly. Was reden die, Alter? Was für eine Lilly, Alter? Ja, kommt her. Kommt ihr mal her. Greift ihr doch mal an. Kleine Lappen, ey. Ja, ja, genau so. Ist wohl scheiße gelaufen, wa? Jawohl.
Ja, kommt ihr mal, kommt ihr mal, kommt ihr mal. Ja, ja, genau. Komm, komm, komm. Trau dich mal. Genau, Junge, lass mich bloß alleine. Der Sturm tobt unermüdlich. Doch sie führt uns durch das... Komm, halt die Schnauze, Mann. Komm, nimm die Machete. Bist du okay? Ja. Vielleicht hat er sich... Ich schaff's schon. Hast du gehört, wie sie mich nennen? Ja. Willst du mich was drüber fragen? Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Okay. Ey, kommt aber bitte nicht, dass es am Ende ein Mädchen sein soll. Das hat einfach keine Mädchenstimme. Hört auf damit, wirklich. Also, da braucht ihr mit am Ende nicht kommen, ne? Aber es wird natürlich Sinn ergeben, jetzt Haare scheren und so, damit die nicht da irgendwie... Ja. Sinn würde es ergeben, aber das hört sich nicht an wie ein Mädchen für mich. Können wir irgendwas her... Nee, wir haben einfach nichts, Alter. Nichts, nichts, nichts. Haben wir hier alles? Haben wir alles. Haben die hier irgendwas gedroppt, der Boy hier? Ja. Lily! Hier waren wir, hier waren wir. Die Schrote ist schon ganz geil, die haut ganz gut rein. Ja, komm, machen wir das. Kann ich schaden? Haben das gebaut? Seraphiten. Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa fantastisch. Super. Beschütze sie. Ich frage mich, ob eure Prophetin geahnt hat, was sie lostritt. Sie hat Dutzende gerettet. Auf unerklärliche Weise. Sie hat Trucks gesprengt und Soldaten getötet. Nicht gerade unerklärlich. Kennst du ihre Schriften? Hab drin geblättert. Sie können dir helfen. Klar. Am Ende ist der Junge Iron trotzdem nur verwirrt, Mann. Alter, was geht's jetzt ab? Warum kriege ich plötzlich zu viel nochmal? Alter, was ist denn jetzt los? Kommt gleich ein Bossfight oder was? Was geht denn ab? Einmal Rohrbomben bitte. 50 brauchten wir hier. Ah, hier haben wir noch nicht genug zusammen, Mann. Nee. Na gut, Freunde. Ey, Bruder. Ich bereite mich auf den Kampf vor, der wahrscheinlich beim nächsten Mal stattfinden wird. Das war's an der Stelle. Danke fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.